Ja, Propaganda hatte ich ja vorhin schon mal angesprochen und der Micha, der hat mich gebeten, er möchte gerne heute auch mal ans Mikro und möchte etwas zu dem Bereich sagen. Micha, bitte einmal zum Mikro. Muss noch anmachen. Hallo, hört ihr mich? Das ist das erste Mal am Mikro, also ich bin noch ein bisschen nervös. Ich hoffe, ihr hört mich alle, wenn nicht, schreit einfach. Ist das laut genug? Gut. Okay. Also, ich wollte eigentlich gar nicht reden, weil ich äußerst scheu bin, vor so vielen Leuten zu sprechen. Aber die Propaganda der letzten Wochen ist mir so auf die Eier gegangen. Ich muss jetzt mal was dazu sagen. Wir leiden hier unter Problemen mit der Deutungshoheit. Das, was Putin tut, wird immer als aggressiver Akt verstanden. Ob er nun einen Hilfskonvoi ins Land fahren lässt oder sagt, wir sind doch gar keine kriegsführende Partei, wir können doch keinen Frieden schließen, keine Waffenstillstände, wird ihm gleich als negativ ausgelegt, aggressiver Akt, ganz böse. Diese Deutungshoheit haben wir seit dem Zweiten Weltkrieg als akutes Problem in unserer Gesellschaft. Vorher war es auch schon so. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, warum es Arbeitgeber und Arbeitnehmer verkehrt vom Heißen eigentlich? Wer geht denn morgens hin und gibt seine Arbeit? Und wer nimmt sie ihm ab? Ne? Da haben wir das Problem, die haben sich das damals so gekauft. Und genauso heißt ja der Arbeitnehmer auch noch Lohnempfänger. Das heißt, der nimmt nicht nur die Arbeit, sondern der empfängt auch noch den Lohn dafür. Ist das nicht dreist? Das ist ja wirklich frech, ne? Also deswegen, solche Deutungshoheitsprobleme haben wir hier grundsätzlich. Und da ist der Freiheitskämpfer, der heute noch ganz toll ist, der ist morgen schon Terrorist. Und der hat sich kein Stück geändert über Nacht. Es hat sich nur unser Blickpunkt geändert, der offizielle, den wir haben sollen. Und das ist eine ganz kritische Sache. Das muss unser Denken öffnen. Und ich finde, wir sollten einen Preis der Woche für das beste Propagandablatt rausgeben, so Platz 1 bis 3. Das intern so übers Internet dann regeln, jeder kann Vorschläge machen. Da gibt es da so hier Däumchen hoch, Däumchen runter für. Ne? Also diese Woche ist es der Stern von letzten Donnerstag, würde ich glatt sagen, der vorne drauf so einen Russenstern hat. Russland verstehen steht da erstmal, aber darunter steht, wie Putin mit einem brutalen Krieg sein Reich vergrößern will oder irgend so ein Tünef, also sowas in dem Wortlaut. Ne? Und da fragt man sich doch echt, haben die noch alle Latten am Zaun? Ich warte noch auf den Moment, wo ich morgens in die Bäckerei komme und da steht auf der Bildzeitung, endlich Krieg mit Russland, wir haben es geschafft oder sowas. Also tut mir leid, ich möchte, dass wir das verhindern. Und da wäre so ein Propagandapreis vielleicht wirklich auch nochmal so ein Ding dazu. Ne? Okay, vielen Dank. Dankeschön. War doch gar nicht so schlecht, Micha. Kannst du jetzt auch das machen?